Kann es sein, dass ein Photovoltaikmodul erst nach 9 Jahren eine positive CO2-Bilanz hat? Was die Dünnschichttechnologie ist und was sie am Ende des Lebenszykluses eines Photovoltaikmoduls erwartet, erfahren Sie in diesem Video. Moin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute wollen wir mal über Photovoltaikanlagen sprechen. Wir schauen uns den Lebenszyklus dessen mal an, Umweltauswirkungen und sprechen über Lifecycle Cost Analysis. Welche Kosten werden vergessen und was erwartet uns im Lebenszyklus einer Photovoltaikanlage? Werden wir folgende Themen betrachten. Woraus wird PV-Module eigentlich hergestellt? Ist es Sand? Welche Photovoltaiktypen gibt es eigentlich? Polykristallin, Monokristallin und Dünnschicht gibt es jetzt auf dem Markt. Was für eine Strahlung trifft überhaupt auf den Norden Deutschlands zum Beispiel auf? Was können wir da umwandeln? Wie sieht das eigentlich aus? Produziert ein Photovoltaikmodul mehr Energie bei seinem Betrieb, als bei der Herstellung benötigt wurde? Also wir schauen uns die graue Energie an, wir schauen uns eine CO2-Bilanz an, werden herausfinden, was Einfluss auf die CO2-Bilanz hat. Und dann schauen wir uns das End-of-Life-Szenario an, was sind da für Kosten oder was sind da für Möglichkeiten zum Recycling vorhanden und beantworten die Frage, bekomme ich Geld für das Modul oder muss ich noch dafür bezahlen? Um die Lifecycle-Kosten im Blick zu behalten, muss man die gesetzlichen Grenzen und Regeln kennen, denn da sind oft Kosten versteckt. Ab 10 kW brauche ich einen Erzeugungszähler. Je nach Netzbetreiber hat er verschiedene Eigenschaften, verfügt über einen Schutz, dass die Anlage vom Netz getrennt werden kann und ähnliches. Ab 30 kW brauche ich ein bisschen mehr Nachweismaterial nach VDE 4105. Es muss ein Eintrag ins Marktstammdatenregister erfolgen. Dem Anlagenbetreiber und für diese läppischen 6 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung noch eine Steuererklärung. Nur so zum Vergleich, wenn Sie aus dem gleichen Netz, in das Sie hier 6 Cent kW einspeisen, etwas herausnehmen, dann bezahlen Sie für Kohlestrom oder den Strommix 30 Cent und für grüne Stromanbieter bezahlen Sie 40 Cent pro Kilowattstunde. Es ist also eine richtig große Disbalance und meiner Meinung nach eine regulative Erschwerung für die Energiewende. Wenn Sie über 135 kW Peak-Anlagen planen, das sind dann mehrere hundert Quadratmeter, dann droht Ihnen eine Anlagenzertifizierung. Diese Anlagenzertifizierer lassen 6 bis 12 Monate auf sich warten und es kommen Kosten von 3.000 bis 8.500 Euro auf Sie zu. Kristalline Siliziummodule werden nicht aus Sand hergestellt, das ist viel zu unrein, sondern werden aus Siliziumkristallen hergestellt. Die kommen, hier gibt es 3 große Abbaugebiete in China. Hier in Kamtschatka ist es sehr, sehr kalt aufgrund der Lage und sehr schwer erschlossen. Auf jeden Fall sind dieses Bergwerk in der USA und dieses Bergwerk im Allgäu meiner Meinung nach nicht nennenswert. Da massentechnisch ist das Silizium selber gar nicht so viel, wie wir sehen, wenn wir uns die Massenbilanz anschauen. Denn das hier ist die WAFA. Eine WAFA ist ein so ein Quadrat oder manchmal auch ein wabenförmigeres Teil des Gesamtmoduls. Das sind nur 3% davon vom ganzen sind davon Silizium und 10% ist dann Sprühkunststoff, EVA. Dann haben wir hier die verzinnten Kupferleitungen, die über die Wafern laufen und die Strings bilden, sind über einen Busbau in der Junction Box. Das ist hier dieser Verteilerkasten, in dem die Dioden, im besten Fall ist das eine wasserdichte Box und Sie können die Dioden einfach auswechseln. Das kommt halt auf den Hersteller an. Aber wenn wir halt aus Cradle-to-Cradle-Perspektive drauf schauen, Rückbaubarkeit immer wichtig, C2C-zertifizierte Photovoltaikmodule, Kristalline zumindest, und da ist dann sichergestellt, dass hier die Kunststoffe und die sonstigen verwandten Materialien weder umweltschädlich sind, noch dass die Rückbaubarkeit durch Klebstoffe verschlechtert wird. Die Dünnschichttechnologie, auch CIS-Module genannt, werden aus einer ganz dünnen Schicht Kupfer, Indium und Selen gedruckt.
Gallium wird hinzugegeben, dann nennt sich die Six-Technologie. Optisch unterscheiden sie sich durch ihr homogenes Aussehen. Also man sieht außer den ultradünnen Busbars sieht man gar nichts außer schwarz. Die Eigenschaften sind, dass die Dünnschicht-Technologie bessere Schwachlichtverhalten hat. Besser, das sehen wir später noch, was das bedeutet. Und sie sind beständiger auf Temperaturschwankungen. Also der Leistungsabfall bei einer hohen Modultemperatur ist geringer, wohingegen die kristallinen Module halt sehr, sehr leistungsstark sind. Spart Platz, weil man mehr Leistung auf weniger Fläche anbringen kann und sie haben einen Aluminiumrahmen. Wenn man jetzt das Marketing sich anschaut, dann verspricht hier dieser Hersteller mehr Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak-Ertrag und er beschreibt ein besseres Schwachlichtverhalten. Schwachlichtverhalten, warum ist das wichtig? Schauen wir uns die Sonnenstrahlung in Norddeutschland an und dann sehen wir ganz klar, an diesem Wintertag, 17.01. vom Testreferenzjahr, ist eigentlich hauptsächlich diffuse Strahlung in Orange zu sehen und nur ganz wenig sichtbares Sonnenlicht, direkte Strahlung. Auch am darauffolgenden Testreferenztag im Januar scheint dann die Sonne, also zunächst beginnt es bedeckt und dann scheint die Sonne und der direkte Strahlungsanteil wird größer. Insgesamt sind hier aber nur 140 Wattstunden pro Quadratmeter zu erwarten. An diesem Sommertag hingegen 900 Wattstunden pro Quadratmeter kumuliert zu erzielen. Der Anteil an direkter Strahlung ist halt doppelt so groß wie der diffusen Strahlung. Hier haben wir jetzt mal ein Quadratmeter kristallines Modul gegenüber ein Quadratmeter Dünnschichtmodul ausgerechnet und wir sehen hier weder in der Winterjahreszeit noch in der Sommerzeit mehr Ertrag, also selbst wenn das Schwachlichtverhalten besser sein sollte, dann wird es auf einen Quadratmeter nichts bringen. Das Gleiche erwartet uns übrigens, wenn wir uns einen Kilowatt-Peak anschauen, das was der Hersteller dort angibt. Das ist jetzt eine Kilowatt-Peak installierte kristalline Fläche. Jetzt switche ich mal zu S-Technologie und vergleiche die Ergebnisse direkt. Und dann sehe ich auch hier 23,49 im Januar zu vorher 21,8 der kristallinen keinerlei Vorteile. Damit ist diesem Mythos, das Schwachlichtverhalten endlich mal aus der Welt geschafft. Bitte lassen Sie sich davon nicht beirren. Das bedeutet aber nicht, dass die Dünnschichttechnologie keine Berechtigung auf dem Markt hat, denn wir reden von Lebenszykluskosten. Und da ist die Investition natürlich auch ein großer Part. Und da sehen wir hier die spezifischen Daten, also wie viel kostet uns eine Watt-Peak-Leistung? Ist das Dünnschichtmodul günstiger als das neue deutsche monokristalline Modul? Wie gesagt, hier werden deutsche Module verglichen. Die Leistung dieses Moduls ist in der Dünnschichttechnologie geringer, 140 zu 195 Peak. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine große Fläche und möchte die gerne belegen, dann komme ich halt auf einen günstigeren Preis pro Quadratmeter. Sehen die monokristallinen Module, Kristalline werden ja nicht in so einem hohen Ofen gezüchtet, sondern auf der Fläche können die gemacht werden, daher waren die immer schon eckig. Ganz wichtig, betrachten Sie auch Second Life Solar, also das bedeutet, dass Solarmodule in Deutschland gemessen werden, nach 10 Jahren zum Beispiel, Boden ausgetauscht werden, eventuell andere schadhafte Leichtigkeiten saniert werden und dann kann man Second Life Solarmodule zu einem sehr viel günstigeren Preis, aber auch mit einer kleineren Peakleistung, also hier, das ist ein 1,6 Quadratmeter Modul, es hat halt pro Quadratmeter nur noch 130, obwohl es ein kristallines Modul ist. Aber ziehen Sie das in Betracht, denn wir reden hier von Cradle to Cradle und es bringt ja nichts, wenn trotzdem jeder alles neu kauft. Also wenn Sie große Flächen haben für öffentliche Auftraggeber, für Industrie, für Freiflächenanlagen, Second Life ist eine wunderbare Sache, kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn wir den Lebenszyklus überhaupt betrachten, die Garantie des Herstellers ist auch nur 10 Jahre auf eine lineare Degradation. Nach 10 Jahren 80% der Nennleistung noch da sind. Wenn Sie jetzt
davon ausgehen, dass Sie mit auch weniger Leistung zufrieden sind, können Sie die Solarmodule auch gerne 20 Jahre weiterhin betreiben. Ist auch empfehlenswert. Deswegen also als Lebenszyklusdauer entweder 10 Jahre heranziehen und dann refreshen, also Second Life Module draus machen, oder gleich Second Life Module kaufen und die nochmal betreiben. Das heißt, also da ist der CO2-Fußabdruck, den diese mitbringen, halt extrem klein, weil die sind schon sozusagen aus China hierher gekommen. Und warum das so wichtig ist, das sehen wir gleich. Denn wir schauen uns jetzt die graue Energie und den CO2-Rucksack an, also die Herstellenergie und CO2-Äquivalent für als erstes polykristalline Module. Und da haben wir ein EPD von Trina Solar, das ist ein chinesischer Hersteller, uns angeschaut. Das ist ein Freiflächenkraftwerk. Man muss dazu sagen, an einem Standort auf der Erde, der etwas sonnenreicher ist als Deutschland. Aber dort können Sie mit den gesamten Ständern und Fundamenten und dem Aufwand und der Montage und dem Transport vom Kraftwerk 1,6-fach die Herstellenergie pro Jahr erzeugen. Andersrum gedacht bedeutet das, nach 7,5 Monaten haben die Module mehr Energie erzeugt als bis dahin verbraucht wurden. Also ab dann ist die Energiebilanz positiv. Das müssen wir natürlich kontrollieren. Wir kennen ja die Maßstäbe davon nicht und kontrollieren das mit der deutschen Ökobauta 2020 und schauen uns jetzt nur die Herstellenergie bis zum Werkstor an, denn wir können nicht genau sagen, wie weit das Modul bis zu Ihnen aufs Dach reist. Und da kommen wir auf eine graue Energie von 47 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und wenn wir die Energie von 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ist relativ konservativ, die ein Quadratmeter halt erzeugt oder umwandelt, gegenrechnen, kommen wir halt darauf, dass nach 7 Monaten dort auch eine positive Energiebilanz entsteht. Das heißt also, die Angaben des chinesischen Hersteller sind nicht unbedingt falsch. Wenn wir uns jetzt die CO2-Bilanz angucken, dann als erstes vergleichen wir das mal mit der Dünnschicht-Technologie. Und das hat dieser schwedische Hersteller gemacht. Und der hat halt festgestellt, dass das CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde sehr viel geringer ist als bei Lithium-Modulen. Also die SiS- oder SiX-Technologie verbraucht hier nur ein Viertel mindestens oder noch weniger an CO2 bei der Herstellung. Das auch wieder wird kontrolliert, der Ökobaudat, und da kommen wir darauf, dass wir 480 Kilogramm CO2 bei der Herstellung emittieren, eine Gutschrift oder eine Einsparung von 86 Kilogramm nach deutschem Strommix reichen. Das würde auch bedeuten, dass das nach 6 Jahren eine positive CO2-Bilanz hat, aber tatsächlich kommen die Module nicht aus Deutschland und es ist noch eine riesen Strecke zu überwinden. Wir sehen die hier in Hamburg immer einlaufen. Hanjin sehen Sie hier. Ich sehe auch oft Evergreen, auch ein chinesischer Container meist. Und die bringen halt unter anderem die Module hierher. Und dann kommen wir auf einen CO2-Fußabdruck von 750 Kilogramm. Was bedeutet dann, dass wir eine CO2-Bilanz von 9 Jahren haben? Und das ist dann doch, wenn wir einen Lebenszyklusdauer von 10 Jahren uns angucken, erschreckend. Das bedeutet halt, wenn die Module in einem Land mit einem ungünstigen Strommix, also mit viel Kohlestrom erzeugt werden und dann noch transportiert werden, dass sie eine fürchterliche CO2-Bilanz haben. Und dass es daher noch wichtiger ist, dass wir eher das Silizium, diese 3% nach Deutschland karren, als das ganze Modul. Kommt zum letzten Thema, dem Recycling oder dem End-of-Life-Szenario, wie es in der Lebenszyklusanalyse heißt. Da haben wir dann verschiedene Recycler mal angeschrieben und gefragt. Diese Recycler können wir hier nicht nennen, denn diese Entsorgungskosten, die unterliegen großen Schwankungen und die möchten daher nicht darin genannt werden. Müssen Sie bei den Lebenszykluskosten damit rechnen, dass Sie die Photovoltaikmodule abbauen müssen, dass Sie sie transportieren müssen. Denn jetzt sind die Preise angegeben in Euro pro Tonne,
Eine Tonne Photovoltaikmodul bedeutet 50 Module circa. Und die Entsorgung ist umso günstiger, desto mehr wertvolle Materialien dabei sind. Und da nennt der Recycler halt nur den Rahmen und die Kabel. Also das sind die einzigen Faktoren, die hier eine Vergünstigung darstellen. Vom Silizium wird hier nicht gesprochen, denn ohne Rahmen und Kabel können Sie fast 300 Euro bei kristallinen Modulen pro 50 Module Entsorgungskosten annehmen und bei der Dünnschichttechnologie 85 Euro pro Tonne. Das heißt also, die Dünnschichttechnologie ist sozusagen günstiger zu entsorgen. Dann hoffe ich, dass Ihnen jetzt klar ist, dass Sie halt nichts zurückbekommen für Ihr Modul, dass Zertifizierungskosten und sonst versteckte Kosten sind, dass es unterschiedliche Technologien mit unterschiedlichen Anwendungen und unterschiedlichen Preisen gibt, die Sie bei der Lebenszyklusanalyse betrachten können. Die Einspeisung ist jetzt gerade fraglich. Wir hoffen alle, dass es besser wird. Ansonsten empfehle ich wirklich, unabhängig zu planen, denn so macht der eigenproduzierte Strom am meisten Spaß, wenn die 30 Cent pro Kilowattstunde als Einsparung haben. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Sonnenenergie und